Ja. Ja. So möchte ich das auch. Wo ich sehr dankbar für bin, ist, dass ich hier die Möglichkeit kriege, wirklich Kindern zu helfen, Möglichkeiten zu kriegen, ihr Leben leichter zu gehen zu können. Also, dass man wirklich schon den Kindern zeigen kann, wie sie mit vielen umgehen können, wie sie vieles vermeiden können, auch an Stress, und das wirklich ihr Leben lang begleitet. Also, es wird vieles leichter dadurch. Mein Name ist Katrin Skarabis. Ich bin 48 Jahre alt, habe zwei Kinder. Ich bin im Moment Hausfrau, aber gelernte Friseurin, also Friseurmeisterin. Habe mich aber jetzt in den ganzen letzten Jahren immer für die Kindesentwicklung sehr interessiert, viel gelesen. Durch die schulische Laufbahn der Kinder bin ich immer mehr an das Thema herangeführt worden auch. Habe mich auch in der Elternpflegschaft halt mit engagiert, weil es mich halt so interessiert hat. Und habe dann vor 2 Jahren eine Ausbildung gemacht zum psychologischen Berater. Und habe aber gemerkt, dass mein Herz also wirklich für die Kinder schlägt, und habe halt noch eine Alternative gesucht für mich, tiefer in das Thema Kindererziehung, Kinderbegleitung, Kinderförderung zu gehen. Und bin dann im Internet auf IPE gestoßen. Ich finde die Methoden, die wir hier lernen, einfach so klasse, weil sie relativ schnell zu lernen sind und wirklich auch einfach anzuwenden sind und wahnsinnig gut funktionieren. Also es passiert direkt was, also man kann direkt merken, dass eine Verbesserung stattfindet. Und das hat mich eigentlich total begeistert, weil ich so auch das Gefühl habe, ich kann mich total damit identifizieren und ich kann das auch wirklich dann auch den Kindern wirklich so vermitteln, dass es überzeugend ist, weil ich es halt selber an mir gespürt habe, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Und ja, ich bin total begeistert von diesen Methoden. Also die Gruppendynamik ist total klasse. Es ist wirklich ganz, ganz toll, so viele verschiedene Menschen kennenlernen zu dürfen, die im Prinzip alle ein ähnliches Ziel letztendlich haben und deswegen auch alle irgendwie ähnlich ticken. Und ich fühle mich dadurch total zu Hause irgendwie so verstanden und ja, es fühlt sich total gut an. Also Daniel ist für mich so das typische Beispiel dafür, wie man ist, wenn man in seinem Potenzial ist. Also wenn man wirklich das lebt, was man liebt. Der ist so sinnbildlich wirklich. Er geht da in diesen Kreis der Anwesenden und ist voll in seinem Element. Und das ist genial. So möchte ich das auch.